Ich bin super schleimig aufgeregt auf Mega Breaks Hindernis Parkour. Ich werde sowas von gewinnen. Ich bin total heiß auf den Rekord zu knacken. Nicht, wenn ich es vor dir ins Ziel schaffe. Bigfoot kann es kaum erwarten. Wo kommt dieser Reifen jetzt her? Ich gebe dir einen Tipp. Es endet auf. Ganz schön furchteinflößend. Wir sollten uns beeilen und Megarex warnen, dass dieser alberne Gorilla den Parcours übernommen hat. Du hast dich geirrt, Tiger Shark. Er ist Teil des Parcours. Das wird die größte Herausforderung, die ihr je hattet. Ein Moment, Megarex. Jetzt hast du hier einmal das Sagen und du lädst gleich Crashzilla zur Party ein? Er hat uns schon mal fast platt gemacht. Ja, genau. War das nicht fantastisch? Deshalb ist Crashzilla jetzt in unserem Team. Dieser Affe sieht nicht gerade wie ein Teamplayer aus. Er sieht eher nach Reifenfresser aus. Okay, okay, ich verstehe euch. Aber wir sollten ihm eine Chance geben. Ja? Ab geht die wilde Fahrt. Los, los. Friss mein Schleim, ich nehme eine Abkürzung. Mir kannst du nicht das Wasser reichen. Diesmal besiegen wir dich, Mega Rex. Oh, jetzt muss es schnell gehen. Nein, doch nicht. Das war knapp. Ich bin platt wie ein Reifen. Das ist ein fieser Trick, Mega Rex. Harte Trucks verdienen eine mega starke Herausforderung. Was seid ihr, Minivans? Diese Reifen werden mich noch in meinen Albträumen verfolgen. Darauf musst du gar nicht warten. Guck mal! Da musst du schon schneller werfen, um Bigfoot zu schlagen, Donkey Kong. Megabucks, ich dachte, das soll nur ein Hindernisparcours sein, ne? Dass er uns angreift, hast du uns verschwiegen. Ihr müsst euch noch mehr anstrengen. Aber niemand hat Spaß! Ich schon. Ich hab Spaß! Wow. Ich hab doch keinen Spaß! Genau davon haben wir am Anfang gesprochen! Ja, dein Parcours ist echt mega ätzend, Mega Rex. Ihr müsst eben mega gut sein! Wartet, ich zeig's euch! Seht ihr, ganz einfach! Vielleicht habt ihr recht, Freunde. Der Parcours ist zu schwer, sogar für mich. Andererseits war das die krasseste Aufgabe, die wir je hatten. Allein ist es definitiv zu schwierig. Wir müssen zusammenhalten und als Team arbeiten. Du hast recht. Wenn es einer von uns über die Ziellinie schafft, haben wir alle gewonnen. Los geht's. Jetzt wird's heiß. Triff mich, du verrückter Blechaffe! So wirst du uns nicht aufhalten! Da musst du schon eine Schippe drauflegen! Ich glaube, er wird langsam müde! Zusammen machen die Dinge einfach mehr Spaß! Gut gemacht! Wir haben die schleimigste Herausforderung zusammen gemeistert. Ich verspreche euch, sowas mache ich nie wieder. Es war hart, aber die Herausforderung hat uns gezwungen, über uns hinauszuwachsen. Du hast recht, so schlecht war es gar nicht. Wer hat Lust, es nochmal zu machen? Oh yeah!
Shaker! Gut gemacht, B-Shakes, aber jetzt zeige ich dir, wie man's richtig macht! Ja, ein neuer Rekord! Aber nicht für lange! Dann lassen wir's krachen. Das haut voll rein! Rhino-Mite! Ey, pass auf! Was ist mit denen los? Ein freundlicher Wettstreit? Hoffen wir mal, dass er freundlich bleibt. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du mich besiegen willst. Ach ja? Anstrengung ist mein zweiter Vorname. Wo hast du die Raketen her? Neidisch? Fliegender Wahnsinn! Hey, das zählt nicht! Hab schon verstanden, Motosaurus. Tiger Shark braucht unsere Hilfe. Und Rettung ist mein Stichwort. Löschwagen wird zu Flugwagen. Ich rette dich, Tiger Shark! Oh, sie hat alle Raketen genommen. Pass auf da unten! Oh, wo bin ich hier? Und was ist das für ein glänzender Kristall? Jetzt muss ich hier erstmal raus. Ich hoffe, das ist nur ein grummelnder leerer Benzintank. Keine Angst, mein wildes Ungeheuer. Ich komme, um dich zu retten. Und jetzt wird's heiß. Shh, hol mich erstmal hier raus, dann können wir feiern. Warum? Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Dann los, Beeilung. Brenzliche Situation, Pfeifalarm. Das sollte eigentlich eine Rettungsaktion werden. Und keine Schlammschlacht. Ich helfe dir. Du kannst dir doch nicht mal selbst helfen. Das ist ein Raubtier, das an der Spitze der Nahrungskette steht, so wie ich. Mächtig, selbstbewusst, cool, gewinnt immer, wahrscheinlich sehr lustig. Und wie soll mir das jetzt helfen? Du musst einfach genauso laut und furchteinflößend wie dieses gigantische Krokomonster sein. Ich bin aber kein gigantisches Krokodil. Nein, du bist ein Monster-Truck und du hast eine Sirene, also benutze sie. Und beeil dich, ich sinke immer tiefer und tiefer und der Schlamm juckt an den Achsen. Tiger Shark, ich lass dich weder hängen noch ertrinken. Also gut, Krokomonster, schnell dich an. Es geht ab. Los, Hot Wheels. Jetzt wird's heiß. Los, Pfeifalarm! Du schaffst das! Und mach schnell, der Kristall leuchtet und das macht mich wahnsinnig! Wuhu! Zeit für ein Schlammbad! Oh, ich wünschte, Gangster hätte das gehört. Hallo? Du wolltest mich retten, vergessen? Ich komme! Hier, halt dich an dem Baumstamm fest! Es klappt! Es klappt! Da sind sie! Ihr macht eine Schlammschlacht ohne mich! Ich liebe Schlammbäder! Hey, seht mal! Tiger Shark leuchtet wie dieser riesige Kristall! Tiger Shark, sieh mal, was der Matsch mit deinen Reifen gemacht hat! Das ist der Hammer! Von 4 Wahnsinnsreifen auf 6? Juhu! 6-Rad-Antrieb! Wow! Achtung! Wo willst du denn hin? Das habe ich mir schon gedacht. Das war voll schleimig, Pfeifei. Wie hast du das gemacht? Das war einfach, Gunky. Ich musste bloß groß, laut und furchtlos sein. Genau wie dieses Raubtier. Stimmt genau, Pfeifei. Solche Reifen hätte ich auch gern. Und zurückfahren, um es mit dem Krokodil aufzunehmen? Nee, danke. Vielleicht später. Segurem os seus canos, escapamelo!
Galera, o meu capô já tá doendo e a gente nem começou o jogo ainda. Meu capô é duro como pedra. Peraí, saca só essa batida. Tá tudo bem, Tiger Shark. Eu acho que já tá bom de pedras. Ai, a cabeça de martelo. Ele disse que já tava bom. Mas agora tá melhor. Rodas grandes. Grande vitória. Tô contigo, Tiger Shark. Ai! Ai! Ha! Vamos lá! Não pode ser! Isso! Uhul! Pneus animais! Mas algumas como essa, Demoldi, e seu pneu vai cair como uma pedra. Uma mega pedra. Tá legal, pessoal. Vamos voltar pro jogo. Defesa, mantenham o nosso pneu no ar. Ataque, amassem, arrasem, arrepiem com eles. Time Demo! Olha, aprenda! Não dorme no ponto! Alguém pega a Demo Derby! Vai pra lá e ao resgate! Atrás tem jogo, Demo Derby! Passa pra mim! Toma cuidado pra não se molhar, hein? Mas o quê? Combate em grande estilo, Five Alarm! Eu assumo daqui, gangster! De novo? Tema o frenesi! Outro golaço rumo à vitória! Ok, seu bobão. Pode acreditar, você vai perder. Ok! Cuidado aí! Eu tô livre, tô livre! Morto! Eu vou pegar isso emprestado, tá? Se liga no meu 6x3! Bigfoot, olha o ladrão. O gangster tá atrás de você. Bigfoot, tô à sua esquerda. Você vai pro chão. Aqui vem o... Mandou bem. Boa, Bigfoot. A gente vai se recuperar. Eu queria tentar uma vez. Vamos lá, gente. Passa isso pra cá. É contigo, Bigfoot. Rhino Mine. Cuidado. Vamos detonar. Rhino Mine. Como é que fica o trabalho em equipe? Eu sei lá. Você me diz. Aí, você é o maior café com leite. É mesmo? Norosaurus com a assistência. Você tem um certo talento, massa bruta. Vamos usar ele. Aí sim! Ai. Vamos botar pra quebrar. Aqui vem o estouro. Vamos acabar com eles. Tá legal. Segura essa. Dá a pedra pro Rhino Monstro. É isso, pessoal. Só mais um e vencemos. Aí, aquele grandão teve muita sorte. Mas assim que eu tiver a pedra, a gente vence. Você foi ejetado! Embora! Vamos lá! Alguém para aquele tubarão! Tarde demais, Didi. Tá na hora de acabar com isso. Se liga na manobra. O quê? Ganhou duas rodas novas e isso é o melhor que pode fazer. Me pega se for capaz. Não. Rhino Mine! Peraí, você não... Não! Ah? Doeu! Você ia dizendo? O troféu é nosso! Você foi incrível nessas rodas animais! Não incrível o suficiente pra vencer, mas eu vou chegar lá! Rhino Mine, a gente não teria vencido sem você! Agora vai ser a minha primeira escolha pra qualquer time! Slime Toasters! Was macht dieses
dieser schlammverrückte Monster-Truck! Keine Ahnung, aber das sieht nach Spaß aus! Schlammboarden! Es ist unser neuer Lieblingssport und unser nächster Wettbewerb! Es gibt 3 Pisten und jeder Truck sucht sich aus, welche er nimmt. Sie sind alle... Sauerei! Ganz klar! Die schnelle Piste, mein Favorit, ist die steilste Piste. Schnurgerade den Berg hinunter. Auf der Sprungpiste kannst du verrückte Sprünge machen und wild durch die Luft fliegen. Die Trümmerpiste ist vollgepackt mit Hürden, an denen man sich die Stoßstange ausbeißt. Deshalb werde ich diese Piste nicht nehmen. Los geht's, Trucks! Wer zuerst unten ist, gewinnt! Das bin dann wohl ich! Horn gegen Zähne? Du hast nicht den Hauch einer Chance! Rhino might! Diese Piste finde ich am besten, Gangster. Direkt zur Ziellinie. Ich kann es kaum erwarten, die Sprungpiste zu fahren. Los geht's! Hey, das macht mir gar nichts aus. Willst du dich mit mir anlegen? Dann bekommst du das Horn zu spüren. Wow. Hey, raus aus meiner Spur! Aber ich will lieber die schnelle Piste nehmen. Bin ich etwa Letzter? Das ist alles Rhino-Mites Schuld! Sprungpiste, ich komme! Das ist voll mein Ding! Das ist Erdnussbutter! Bigfoot gibt Vollgas! Versuch's mal mit Mega-Geschwindigkeit! Pass bloß auf, das Rennen ist noch nicht vorbei! Ist das Rennen endlich vorbei? Lassen wir's krachen! Rhino-Mites! Oh, wow! Oh. Hey! Ich bin zwar ein Rettungstruck, aber die Trümmerpiste steht nicht auf meinem Plan! Hähne sind das für Anfänger! Du bist ein Monster-Truck! Du kannst alles schaffen! Alles außer das hier! Du musst nur deinen eigenen Boom finden! Ba-ba-ba-boom! Oh, konzentrier dich, Pfeifelarm! Ba-ba-ba! Jetzt wird's heiß! Den Brand hast du gelöscht! Los geht's! Klopf, klopf! Schleimig am schleimigsten! Bigfoot! Hier kommt der Crash! Pluto, achte auf deine Sprache! Ja, wir schaffen das! Den Sieg schon riechen. Schleim, schleimig am schleimigsten. Passt auf, ich bin Feuer und Flamme. Los geht's. Rettungsgeschwindigkeit. Das war's. Zerstörung ist nicht so dein Ding, aber du hast es echt drauf. Yeah. Feuer und Flamme und ein bisschen Ba-Ba-Ba-Boom! So knapp wie bei diesem Wettbewerb war es noch nie. Naja, heute wird wohl jemand von uns glänzen können. Und zwar ich. Nein, 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 nicht so schnell. Sieh mal. Was macht dieses Ding hier? Willkommen zu Gangsters Schatzsuche!
Wer von euch die meisten Edelsteine zertrümmert, gewinnt! Meine Reifen sind wie gemacht zum Zertrümmern. Mein Horn wird sie alle platt machen. Während ihr euch streitet, lass ich's schon mal krachen. Ja. Viel Glück! Ich kann's kaum erwarten. Das hättest du wohl gerne. Das ist jetzt peinlich. Nicht für mich. Ich hab jetzt meinen ersten Edelstein. Weniger reden, mehr zertrümmern. Gangster? Was soll das denn? Oh yeah! Ja. Jetzt nur keinen Fehler machen, dann gehört der Stein mir. Nein, er gehört mir. Nein. Mir! Hey, mein Horn war schon bereit! Mich kann niemand aufhalten! Das macht so einen Spaß! Gangster gibt uns nicht mal eine Chance! Die Truhe gehört mir! Die werde ich mir schnappen! Ich kann nicht sehen! Wag es ja nicht! Ja! Und noch ein Punkt für Gangster! Diese Schatzsuche ist einfach! Das war's wohl! Unser kleiner Witzbold dreht richtig auf! Oh. Was willst du, Gangster? Ist bei dir eine Dichtung geplatzt, oder was? Leute, ihr hättet eure Gesichter sehen sollen! Als ihr alle ineinander gecrashed seid, um die Steine zu bekommen! Und dann habe ich sie doch gekriegt! Das war ein Riesenspaß! Gangster, es macht nur Spaß, wenn alle Spaß haben. Und glaub mir, es haben nicht alle Spaß! Gangster! Wir könnten seine Zündkerzen entfernen. Dann macht er das bestimmt nicht nochmal. Ich hab die Edelsteine aber zuerst gefunden. Du hast sie ja auch versteckt, Schleimkopf. Jetzt kann sich niemand mehr am Wettbewerb verbessern. Was für eine Zeitverschwendung. Ihr habt recht. Sorry, dass ich so einen Riesenspaß hatte. Aber es muss ja noch nicht vorbei sein. Es gibt nämlich einen letzten Stein, den ich noch nicht zertrümmert habe. Wer den findet, kann noch gewinnen. Wo ist er? Auf dem Grund, dass es... Das ist unfair. Monster Trucks können nicht schwimmen. Aber Tigerhaie schon. Fürchte den Wahnsinn! Da krieg ich niemals einen Reifen rein, ohne die Falle auszulösen. Aha! Du hast es geschafft, Tiger Shark! Der orangene Tetra-Kristall? Oh, ich will den unbedingt zerschlagen! Sorry, Gangster, aber der gehört mir! Tiger Shark, tu es nicht! Ich hab die Schatzsuche gewonnen! Ganz toll! Tiger Shark gewinnt und zerstört die Insel. Das fühlt sich an wie ein Erdbeben. Gangster, wo hast du diese Edelsteine eigentlich her? Aus einer gruseligen Höhle mit Schildern, auf denen langweilige Sachen standen. Wie Stopp, verfluchter Schatz. Edelsteine nicht zerschlagen. Wie du siehst, bringt uns das alles jetzt in sehr große Schwierigkeiten. Ups. Wir sollten ihm echt die Zündkerzen entfernen. Wir müssen festen Boden finden, sonst verschluckt uns die Insel. Boom. Wir müssen die Ursache finden. Passt auf! Oh.
hast du über festen Boden gesagt? Das sieht so aus, als würde der Berg zu uns kommen. Rückwärtsgang! Geht's allen gut da unten? Alles gut soweit, aber ich glaube, wir kommen nicht zu euch hoch. Wir könnten versuchen, zu euch zu kommen. Rhino meint. Willst du den restlichen Berg einstürzen lassen? Ich denke eher nicht. Wo sind die anderen alle? Helft uns! Bei meinen Dichtungen, da sind sie! Hey! Das sieht nach Ärger aus. Wir werden euch retten! Ja, wir schaffen das. Ich zumindest. Nein, lass es. Viel zu gefährlich. Wir brauchen für diese Rettungsaktion eine Expertin. Five Alarm? Rettung ist mein Stichwort. Etwas wackelig hier oben. Halt durch, B-Shakes. Wir können zwar nicht zu euch hochkommen, aber wir können euch rauskatapultieren. Was? Wie? Wow, drückt mal auf die Bremse. Tiger Shark, ihr Trucks müsst einen großen Felsbrocken finden und ihn auf die Plattform werfen, während wir runterrasen und sie auffangen. Packen wir's an. Ich mach das. Nein, ich mach das. Nein, ich mach das! Die beiden sollten sich schnell einigen. Sonst stehen wir hier noch ewig. Oder noch schlimmer, wir werden unten in 1000 Stücke zerschmettert, richtig, Boneshaker? Boneshaker? Komm und finde mich. Komm und finde mich. Hier lang. Boneshaker, was tust du da? Finde mich. Race Ace, fahr zurück. Du musst die Balance halten. Wow. Komm und finde mich. Komm und finde mich. Boneshaker, wach endlich auf. Was ist mit ihm passiert? Ich weiß nicht, aber es macht mir Angst. Okay, Leute, wir müssen das Tuch richtig straff halten. Das wird ein cooler Sturz. Richtig cool. Damit könnten wir zu den Schlammflächen gehen und reinspringen. Sollten wir nicht erst unsere Freunde retten? Guter Einwand. Aber danach zu den Schlammflächen. Wir sind jetzt alle bereit. Seid ihr bereit da oben? Total bereit. Pass auf. Tiger Shark? Rhinomite? Ja, hier lang hab ich gesagt. Nein, hier lang ist besser. Was ist eigentlich dein Problem? Dein fischiges Mundwerk. Was ist dein Problem? Ich fühle mich etwas bedroht, weil du so cool bist. Ja, genau. Und ich habe Angst vor deinen coolen, großen Extra-Reifen. Oh ja? Dein Horn ist auch sehr beeindruckend. Jetzt ist es raus. Muss wohl an der Höhenluft liegen. Aber es klingt für mich danach, als wärt ihr Trucks Freunde. Freunde? Wir? Nein. Ja? Reifencheck? Reifencheck. Hey, ihr Spaßvögel. Sollen die anderen etwa in 1000 Teile zerschmettert werden? Oder seid ihr jetzt endlich soweit? Wow! Boneshaker! Beeil dich! Wir schaffen das, Kumpel. Aber sowas von, Rhino! Achtung! Passt auf! Wo bin ich? Wir haben's geschafft! Großartiger Plan! Danke, Leute! Wer hat denn jetzt das Erdbebenrennen gewonnen? Daran denkst du jetzt? Echt jetzt? Nach dieser grandiosen Rettung? Ich glaube, wir alle haben gewonnen, T-Shark! Fühlt sich so etwa Freundschaft an? Ekelhaft! Ganz genau! Und deshalb ist es auch so cool! Hey, B-Shakes! Was sagst du dazu? Finde mich. Boneshaker? Herausforderung angenommen! Willkommen zum Champions Cup-Finale! Heute entscheidet sich, wer die diesjährige Trophäe bekommt! Ein toller Tag für ein Rennen! Und ein besserer Tag zum Gewinnen!
Und der beste Tag, um eingestaubt zu werden. Gangster! Der Truck, der den Supercharged Loop als erster durchquert, wird sich seinen Weg zum Sieg bahnen. Sieh dir nur die Kraft des Beschleunigerarms an! Wow! Das hätte mir fast eine neue Frisur verpasst. Werden Tiger Sharks Extra-Reifen ihm einen Extra-Schub Geschwindigkeit verpassen? Könnte Mega Rex unser erster Doppelchampion werden? Oder kann Boneshaker endlich die Überraschung des Jahrhunderts schaffen und seinen ersten Champions Cup überhaupt gewinnen? Die Überraschung des Jahrhunderts? Das ist richtig. Boneshaker hat noch nie gewonnen, aber er versucht es immer wieder. Und das macht ihn so liebenswert. Liebenswert? Liebenswert? Ich zeig dir mal, wie liebenswert ich bin. Ja, so sieht's aus. Du fährst ein großartiges Rennen, Boneshaker, aber die Flosse ist auf dem Vormarsch und wird dir deinen Vorsprung wegschnappen. Zeig, was du drauf hast, Kumpel. Rhino ist direkt hinter dir, mein Freund. Mega schlechte Neuigkeiten für euch beide. Zertrümmern! Nicht schon wieder! Hast du die Führung verloren, Shaky Baby? Ja, mach mal eine Pause. Das nächste Mal schaffst du es, Boneshaker. Aber es ist das letzte Rennen der Saison. Du kannst gewinnen. Was? Wer ist da? Du kannst noch gewinnen. Möchtest du das? Ja, aber wie? Du musst nur genau das tun, was ich dir sage. Ich tue, was du mir sagst. Fahre die Straße runter zu den Tunneln. Die Straße runter zu den Tunneln. Folge dem grellen Leuchten. Grellem Leuchten? Ich sehe gar nichts. Oh, diesem. Grellen leuchten. Abgefahren. Gut. Schneller. Gut. Schneller. Passt auf, gleich wird's heiß. Noch ein Looping, dann hab ich's geschafft. Boneshaker wird gewinnen. Oh, pass auf. Ja, dann plötzlich her. Bist du dir sicher? Mach ihn fertig, na los! Mach ihn fertig, na los! Hey! Ja! Trümmern und zerstören! Endlich! Das war so cool, da gefriert sogar mein Kühlwasser! Danke, Kumpel! Du hast endlich deinen Bababab-Boom gefunden, Boneshaker! Da ist er! Der Truck der Stunde! Boneshaker! Gratulation! Danke, Ansagetyp! Sag uns, wie fühlt es sich an, das erste Mal den Champions Cup zu gewinnen? Es gibt noch mehr zu erreichen, noch mehr zu gewinnen. Komm und finde mich. Komm und finde mich. Aber du bist doch schon hier. Das war mit Abstand Boneshakers bestes Interview. Boneshaker, geht es dir gut? Komm und finde mich. Was ist mit ihm los? Finde mich. Boneshaker, warte mal. Bleib stehen. Warte auf mich. Immer weiter, Boneshaker. Ich mache dich zum Gewinner. Hey! Boneshaker, ich gehe Hilfe holen. Immer weiter. Wo bin ich? In meiner alten Festung. Diese Stimme, du bist es, der nach mir gerufen hat. Ja, du solltest mich finden. Aber warum? Um aus dir einen Gewinner zu machen. Aber das hast du doch schon. Nicht der Gewinner eines Rennens, der Gewinner von etwas Größerem. Du könntest der mächtigste Monster Truck werden. Und wie? Befreie mich. Des Race Ace? Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit aller zu sorgen. Und mit Boneshaker stimmt etwas nicht, das merke ich. Ja, Bigfoot gefällt das gar nicht. Könnte schleimig werden.
Nicht jede unangenehme Situation ist eine Gelegenheit, um Spaß zu haben, Gangster. Oder vielleicht doch. Nochmal. Nochmal. Ja. Gewinnen. 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 Na endlich. Ich bin frei. Oh, was zum Schleim ist das für ein Ort? Wir sollten nicht hier sein. An diesem Ort ist ein uraltes Böse zu Hause. Cool. Gar nicht cool. Dann ist Boneshaker in noch größerer Gefahr, als ich dachte. Helft mir, diese Tür zu öffnen. Okay, das war einfach. Wow, was zum Schleim? Gruselig. Seid ihr das Willkommenskomitee? Skelosaurus. Bigfoot. Was hast du mit Boneshaker gemacht? Ich bin hier. Geht es dir gut? Mir geht's voll gut. Nur mit mehr Möglichkeiten. Wovon redet der da, Bonesy? Davon, alles besser zu machen. Hört genau zu. Camp Crush soll aus euch bessere Monster Trucks machen. Aber ihr wisst gar nicht, was es bedeutet, ein Monster Truck zu sein. Das ist nicht eure Schuld. Folgt mir und ich werde es euch zeigen. Juhu, ich bekomme eine Gänsehaut. Futster, ist er das uralte Böse, von dem du gesprochen hast? Ja, und wir dürfen Skelosaurus nicht ein einziges Wort glauben. Er scheint nur zu reden und nichts unter der Haube zu haben. Schwach. Megarex, nein! Du siehst das ganz falsch. Okay, vielleicht hat er doch ein bisschen was unter der Haube. Es hat keinen Sinn, Boneshaker. Ich habe schon des Öfteren solche Trucks getroffen. Trucks, die Angst vor wahrer Stärke haben. Deshalb habe ich dich ausgewählt. Du weißt, wie es ist, anders zu sein. Hör nicht auf ihn, Boneshaker. Aber er möchte uns helfen. Uns zu mehr Power verhelfen. Ich weiß, du möchtest unbedingt gewinnen, aber so wird das nichts. Siehst du? Sie halten dich nun zurück. Hauen wir ab, Boneshaker. Ja, Skelosaurus. Apropos, was unter der Haube haben. Das wird euch gefallen. Boneshaker nicht! Das war ja wohl voll gruselig. Sind meine Scheinwerfer verschmiert oder bewegt sich der Stein da etwa? Nicht mehr lange! Hey! Ist doch schwerer, als es aussieht. Vielleicht zu schwer. Die Party ist noch nicht vorbei. Boulderball, Rhinomite, schleich dich an auf drei! Drei! Jetzt geht's los! Lebe schnell und lass es krachen! Immer fest drauf! Pass mit deinem Horn auf, Kumpel! Das könnt ihr vergessen! Ihr Kieselsteine! Habt euch den falschen Monster Truck ausgesucht! Ihr glaubt wohl, ihr seid tough. Megarex gibt niemals auf! Megarex, nein! Sie sind zu stark! Hey! Wird Zeit für ein bisschen Wahnsinn! Ja, gib Flasse, Genosse! Voll schleimig, Sharky! Und sie sind raus! Woohoo! Das war meine Fressorgie. Eine Sekunde zu spät. Besser spät als nie, Kumpel. Hey, wo ist B-Shakes? Er hat sich mit Skelosaurus zusammengetan.
Skelle wer? Race Ace wollte ihnen nach, dann wurden die Statuen lebendig und alles spielte verrückt. Ein Moment mal, wartet mal. Es gibt einen uralten Bösewicht-Truck, von dem wir doch nie gehört haben? Wie konnte das passieren? Ein paar wenige erinnern sich noch. Bigfoot hat ein Flashback. Das kann nur gut werden. Vor Camp Crush, als ich noch ein junger Monster-Truck war, war die Insel ein gefährlicher Ort. Hier lebten viele rivalisierende Stämme. Skelesaurus wollte sie alle beherrschen. Er machte sich die Kraft der Tetrakristalle der Insel zunutze und verwandelte sich in einen Power Smasher. Oh, ein Power Smasher? Dieser Flashback ist ja noch besser, als ich gedacht habe. Eine Allianz aus Monster Trucks tat sich zusammen und stellte sich Skelesaurus in den Weg. Sie zerstörten die Quelle seiner Macht und sperrten ihn weg, tief unter der Erde. Aber jetzt ist er zurück. Klingt, als wäre er ein cooler Typ. Du Schleimbirne, er ist böse. Oh, na ja, wenn das so ist. Puh, das war knapp. Meine Freunde haben nicht mal versucht zuzuhören. Keine Sorge, sie werden es lernen. Du bist klüger und ehrgeiziger als sie. Oh, danke schön. Als erstes brauchen wir Muskelkraft. Junge Crushzilla, wir müssen hier verschwinden. Nein, seinetwegen sind wir hier. Rühr dich nicht vom Fleck. Jo! Zu schwach! Bist wohl eingerostet! Abgefahren! Zu langsam! Ist das alles, was du drauf hast? Erbärmlich! Noch einfacher, als ich dachte! Wie würde es dir gefallen, etwas zu zertrümmern? Und was jetzt? Wir nehmen unseren Freund mit, um uns den Tetrakristall zu holen. Du schiebst. Boneshaker, wach auf! Dieser Kerl spielt nicht in unserem Team. Okay, Team. Wir müssen Power mit Power bekämpfen. Aber ich bin doch schon ein Power Smasher. Und um einen aufgerüsteten Skelesaurus zu besiegen, müssen wir alle zu Power Smashern werden. Schleimig, da bin ich voll dabei. Ba-ba-ba-boom. Los geht's. Dieser Teil der Insel sieht etwas unberührter aus. Und gefährlicher. Five Alarm hat recht. Fahrt vorsichtig. Wir sind fast da. Was war das? Wer bist du denn? Verschwinde! Okay, noch einmal. Aber das war's dann. Was zum Schleim ist das denn? Er rollt mir einfach hinterher. Ein Steinrad, das sich von selbst bewegt. Könnte ein Spion für Skelesaurus sein. Er ist kein Spion. Er möchte nur Stöckchen holen spielen. Er ist eher eine Art Steinhaustier als ein Spion. Er ist auch kein Haustier. Nennen wir ihn Wheelie. Jetzt gibst du ihm schon einen Namen? Ein Haustier muss einen Namen haben. Er ist nicht mein Haustier. Oh, er ist so süß. Du bist wirklich ganz süß, Wheelie. Ich meine, in welche Richtung fahren wir, Bigfoot? In beide Richtungen. Wie meinst du das, in beide Richtungen? Es gibt zwei alte Minen. Wenn wir uns aufteilen, erhöht das unsere Erfolgschancen. Megarex, Rhinomite und Five Alarm fahren nach rechts. Der Rest folgt mir. Ja. Kann ich jetzt aufhören zu schieben? Ich spüre seine Macht. Sie wird stärker. Wir sind da.
Der Tetra-Tresor. Ja, es sieht ziemlich steinig aus. Gut gemacht. Jetzt ist Crushzilla dran. Leg los! Wir haben uns verfahren! Auf keinen Fall! Guck mal, der Reifenstapel sieht neu aus. Folgt mir! Wir fahren im Kreis! Anhalten! Wir sind nah dran! Sieh dir die steinigen Reifen an! Das ist derselbe Haufen! Okay, du scheinst ja voll den Plan zu haben. Was sollen wir also tun? Auf jeden Fall nicht einfach kreuz und quer durch den Dschungel düsen. So viel steht fest. Das ist ja wohl kein Plan. Das weiß ich selbst. Beruhigt euch. Spart euch den Kampf für Skelesaurus auf. Du hast recht. Ich wollte dich nicht anschreien. Kein Ding, Red. Sorry, dass wir uns meinetwegen verfahren haben. Ist schon gut, Kumpel. Hier sieht aber wirklich alles gleich aus. Oh, ich wünschte, wir hätten Bigfoots Karte. Wir brauchen nicht so einen Schnickschnack wie Karten oder Karten. Alles, was wir brauchen, ist ein Stein. Ich liebe dein Engagement. Aber ich habe keinen Plan, was du meinst. Da! Was ist denn? Ein Stein! Im Kreis zu fahren war genauso schlau. Ein großer Stein am Horizont. Anstatt uns im Kreis zu bewegen, fahren wir einfach direkt drauf zu. Finde einen Orientierungspunkt, der dir den Weg weist. Tolle Idee, Rexy. Da gibt's ein kleines Problem. Die Straßen hier führen nicht geradeaus. Straßen? Ha! Dinosaurier brauchen keine Straßen. Zertrümmern und grillen! Immer schön dranbleiben, ihr lahmen Dinos! Ich weiß ja nicht so recht, Red. Bin direkt hinter dir, Megarex. Haha! Oh Mann, ich hoffe, das funktioniert. Oh, wenn dieser giftige Glibber nicht so sehr wie ein Bart aussehen würde, wäre ich voll dabei. Was ist das für ein Haus da vorne? Ein altes Feuerwehrhaus. Wow! Eine Flamme! Wow! Mit einem Gesicht? Was zum was? Ein Feuerkobold. Sie werden von der Kraft der Kristalle angezogen. Das ist nicht gut. Dem zeige ich's. Autsch! Das hat bestimmt wehgetan. Jetzt habe ich mir meine Stoßstange zerbeult. Weißt du, was da helfen könnte? Hitze! Noch jemand eine andere Idee? Wir bleiben hinter dem Reifenstapel. Hier können wir aber nicht bleiben. Kommt raus, wo immer ihr seid. Ich wünschte, Five-Alarm wäre hier. Ihr großer Schlauch wäre jetzt sehr hilfreich. Ich verspreche, dass ich euch nichts tun werde. Ja, und was soll das dann bitte? Das war ja wohl gar nichts. Jetzt kommt raus, bevor ich diesen Reifenstapel in die Luft jage. Das gefällt mir nicht, Leute. Wir haben wohl keine Wahl, wenn wir die Tetra-Kristalle finden wollen. So ist's gut. Kommt raus, meine kleinen Truckies. Na schön, da wären wir. Hallöchen. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind wegen der Tetra-Kristalle hier. Tetra-Kristalle. Sorry, sind alle weg. Wenn die Kristalle alle weg sind, warum bist du dann noch hier? Du bist hinterhältig. Ich kann dich nicht leiden. Was ist mit mir? Mir kannst du es ruhig sagen. Oh, netter Truck. Netter Trick. Ich sag dir was. Netter Versuch. Du veralberst uns doch nur. Wie ich es tue, wenn ich einfach nur... hauen wir ab, Trucks. Das ist langweilig und überhaupt nicht aufregend. Wir können nicht abhauen, Gunky. Boneshaker zählt auf uns. Ich verstehe schon, Futster. Aber du weißt, wie sehr ich chaotische Situationen hasse. Wir sollten aufgeben und nach Hause fahren und Sparky hier allein lassen. Verstehst du das? Na klar, du hast recht, Gangster. Entschuldige die Störung, ein schönes Leben noch. Wo fahrt ihr denn hin? Wartet, fahrt nicht!
Ihr findet sie unten bei der Schlucht! Ich wusste es! Schönes Ding, Gangmeister. Du hast es drauf. Danke für den Hinweis! Oh, Mann! Da! Ein Stein! Ja, wir sind da. Wo auch immer da ist. Wow! Du hast es geschafft, Megarex! Hier muss der Power Smasher-Kristall versteckt sein. Du meinst versteckt gewesen sein. Er ist weg. Oh. Jemand muss ihn genommen haben. Oder gegessen haben. Wie köstlich. Klingt komisch, wenn du das so sagst. Okay, Gang, neuer Plan. Wir verfolgen, was auch immer den Kristall genommen hat und holen ihn zurück. Welche Richtung schlagen wir ein? Es gibt so viele Möglichkeiten. Weniger denken, mehr zertrümmern. Wir haben nicht genug Sprit, um alle Wege auszuprobieren. Nein, Stegosaurus ist nicht der stärkste Dinosaurier der Insel. Was sagst du da, Megarex? Zertrümmern und fliegen! Was machst du da? Weniger denken, mehr zertrümmern. Funktioniert ja ganz toll. Zertrümmern und fliegen! Rexy! Komm mal runter! Zertrümmern und brüllen, Pfeifalarm! Zertrümmern und brüllen! Du bist zu schnell! Pass auf! Wow! Megarex! Alles gut bei dir, Kumpel? Kristallstaub! Die Restenergie des Kristalls beeinflusst ihn irgendwie. Fühlt sich komisch an. Das kitzelt. Ich brauche mehr Anlauf. Ist alles okay bei dir, Megarex? Ich fühle mich seltsam. Aber ich kann erkennen, wo wir lang müssen. Echt jetzt? Das ist großartig. Also gut, zeig uns den Weg, du großer Klotz. Du hast es dir verdient. Mit dem Kopf durch die Wand. Holen wir uns diesen Kristall! Wow! Du sagst es. Der mächtigste Kristall von allen. Sieh zu, wie ich seine Macht absorbiere. Power Smasher Kristall, wir sind auf dem Weg. Hey, was ist mit der Straße passiert? Ihr seid echt durchgeknallter, als ich dachte. Warnen können, Sparky. Oh, okay. Aufpassen! Dino Power. Ja, wirklich gigantisch. So viel Macht. Du bist der Nächste. Ich dachte eigentlich, dass meine Freunde auch was davon abbekommen könnten. Ich bin jetzt ein einziger Freund. Und ich verleihe dir diese Macht. Hol sie dir. Du hast recht. Bald wirst du unaufhaltsam sein. Wir werden unaufhaltsam sein. Ich werde unbesiegbar werden. Willkommen auf der Gewinnerseite. Boneshaker gewinnt immer. Drückt auf die Tube, Freunde! Okay, wir schaffen das! Springt so weit ihr könnt! Hier kommt der Quell! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Ja, nein, tun wir nicht! Nochmal! Nochmal! Ich hoffe, die anderen haben mehr Erfolg als wir. Da vorne!
ist ja riesig. Was auch immer den Kristall gestohlen hat, ist längst wieder abgehauen. Ich kann's kaum erwarten, Skelesaurus so richtig einzuheizen. Skelesaurus hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Vielleicht sollten wir ein bisschen auf die Bremse treten, Rex. Auf die Bremse treten? Mega-Koko! Ich glaube, unser Freund ist doch nicht abgehauen. Okay, ich trete ein bisschen auf die Bremse! Oh, du traust dich ja was. Legst dich mit meinen Freunden an. Spüre mein Ba-ba-ba-boom! So sieht's aus. Wäre nicht mein erstes Kroko-Rodeo. Wir schaffen das! Okay, das kannte ich noch nicht. Ich kann keinen Vorsprung erkennen. Ich habe definitiv einen gesehen, bevor wir abgestürzt sind. Da! Seht ihr ihn? Da! Auf der anderen Seite ist auch einer! Naja, also so wie ich das sehe, ist Wheelie der Einzige, der sie überqueren kann. Gangster hat recht, der Motorby. Auf diesen Vorsprung kann man nur auf einer Seite fahren. Ja, Moto auf der einen und Tiger Shark auf der anderen Seite. Wir werden uns auf den Seiten verteilen und treffen uns dann in der Mitte, wie eine Art Bogen. Aber wie halten wir zusammen? Seitlich statische Reibungskräfte. Die Worte gibt es gar nicht. Oh, du meinst das ernst? Physik. Crash-Physik. Vertraut mir, ich kenne mich mit Stunts aus. Das wird funktionieren. Okay, dieses Krokodil mag ein Powersmasher-Raubtier sein, aber wir sind Monster-Trucks. Jetzt wird's heiß. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Ich auch. Ich fahr nach links. Rhinomite nach rechts. Megarex, du gehst voll durch die Mitte. Kommt schon! Zeit zum Crashen! Jetzt wird's heiß! Genau wie Schlammsurfen, oder Rhinomite? Ich nenne das hier die Kroko Crash Piste Red. Holen wir uns diesen Kristall! Wow! Rhinomite! Megarex! Wir werden den Kristall mitnehmen, um meine alte Festung wiederherzustellen und meine Steintruck-Armee wieder zu erwecken. Abgefahren! Aber zuerst, zeig mir deine neuen Fähigkeiten. Geht klar! Ich denke, Crushzilla hat seinen Zweck erfüllt. Oder etwa nicht? Er hat deine Freunde hintergangen und eines Tages wird er auch uns hintergehen. Er muss verschwinden. Ich weiß nicht so recht. Mach Crushzilla fertig. Es ist der einzige Weg, um uns zu beschützen. Du hast recht. Wird erledigt, Skelesaurus. Jetzt muss ich mich um andere Dinge kümmern. Tu es nicht, Kumpel. Tue was nicht. Tue nicht, was getan werden muss, um deine Bestimmung zu erfüllen. Ich werde ihn retten. Du kannst dich nicht mal selbst retten. Sieh genau hin. Wow, ich habe es geschafft. Ich hab schon wieder gewonnen. Ha! Lebe schnell und lass es krachen! Was ist los, Wheelie? Wir sollten uns beeilen, das sieht nicht gut aus! Los, los, los! Wir sind fast da!
Wir haben es geschafft! Kaum zu glauben, dass das geklappt hat! Ich liebe Physik. Nein! Megarex! Wir müssen ihm helfen! Da wir jetzt den Kristall haben, sollten wir checken, was wir damit anstellen können. Ja! Power Smashers, bereit zur Rettung! Ja, yeah. Vor dir haben wir keine Angst, Mega Croc. Wer ist jetzt der Raubtier Power Smasher? Du, keine Frage. Mega du! Schon, Leute, wo seid ihr? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Oh, yeah! Ich bin so geflasht, ein schleimiger Power-Smasher zu sein. Hey, Moto, du hast dich nicht verwandelt? Und hast keine neuen Kräfte? Wie meinst du das? Du hast dich innerlich verändert. Zeig's ihm, Moto. Das ist Megamoto abgefahren. Der alte Stinkosaurus wird ganz schön Augen machen. Shaker. Werde Zeuge, wie sich die Insel dem Willen des Tetrakristalls beugt. Erhebt euch! Erhebt euch! Alle Trucks sollen erzittern! Monster Truck Island gehört mir! Wow. Wer hat meinen Kumpel umgehauen? Wie bitte? Was? Bone Shaker! Oh nein! Sehr untypischer Shakester-Move. B-Shakes hat sich von der dunklen Seite verführen lassen. Nein, das ist alles Skalosaurus' Schuld. Wie sollen wir ihn nur finden? Ich glaube, das haben wir gerade. Holen wir ihn uns! Ja, mit meiner Steintruck-Armee und der Macht des Tetrakristalls kann sich mir nichts in den Weg stellen. Dir nichts in den Weg stellen? Unseren Weg, Bone Shaker. Sieh nur, wie weit wir gekommen sind. Ja, sehr beeindruckend. Ich wünschte, meine Freunde wären hier. Aber das sind sie doch. Deine neuen Freunde. Ist es nicht so? Meine Lakaien! Ja. Ja! Sieht aus, als hätte jemand ein wenig umdekoriert.
Das sind ganz schön viele Steintrucks. Der einzige Weg, Skelosaurus zu besiegen, ist, den Tetrakristall zu zerstören. An ihn ranzukommen, wird schwerer, als wir gedacht haben. Ich hab ne Idee. Moto, bring mir eine Stoßstange. Alle anderen bereiten sich auf die Mission vor. Ba, 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 boom. Jetzt räumen wir hier mal richtig auf. Jetzt wird geschleift. Den Wahnsinn. Diese Insel wird endlich wieder frei sein. Camp Crush hat sie geschwächt. Dies ist ein Ort für die wahren Monster Trucks. Nicht für Schwächlinge wie diesen da. Races? Boneshaker, hol mich aus diesem Käfig raus! Skelosaurus, was ist los? Er und seine Freunde wollen nicht, dass du über dich hinauswächst. Hör nicht auf ihn, Boneshaker! Aber sieh dir nur an, was er alles geschaffen hat! Er ist böse! Er ist ein Gewinner! Nicht so wie du! Ja, meine Trucks! Lasst eure mächtigen Motoren aufheulen! Lasst sie über die Insel hallen! Du bist Skelosaurus egal! Er hat so viel für mich getan! Camp Crush und seine ganzen Regeln haben mich klein gehalten! Mich zurückgehalten! Regeln machen ein faires Rennen aus, Boneshaker. Wenn man nicht fair und gerecht gewinnen kann, ist es dann wirklich ein Sieg? Oh oh! Bist du dafür verantwortlich? Nein! Monster Trucks! Lassen wir es klappen! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Wie sind die alle zu Power Smasher geworden? Du wirst verlieren, Skelosaurus! Fürchte den Wahnsinn! Tiger Shark, nein! Schließt euch uns an, anstatt Skelosaurus zu bekämpfen! Ich sagte doch, deine Freunde greifen uns an! Holt sie euch! Zercrasht sie in Stücke! Schleim, schleimig, am schleimigsten! Jetzt geht's ab! Hey, Steintrucks, mein Name ist Demo Derby! Lebe schnell und lass es krachen! Ah, coole Moves, Demo Derby! Bei meinen Moves darf es gern etwas schleimig werden. Klopf, klopf! Puh! Bühne frei für Crushzilla! Zeit zum Crashen! Jetzt wird's heiß! Du wurdest angeschleimt! Zieh dir das rein! Boneshaker, du übernimmst den Truck im Käfig, während ich mich um den Rest kümmere. Aber Race Ace ist mein Freund. Zweite Runde. Du schon wieder. Jetzt geht's ab. Schwächling, zertrümmern und brennen. Das wirst du bereuen. Okay, Moto. Richte diesen Superloop so aus, dass er direkt auf den Tetrakristall zeigt. Tiger Shark, du bist dran. Mit Hilfe des Loops kannst du den Tetrakristall zerstören. Wird erledigt. Dir werde ich in den Hintern beißen, Skelosaurus. Sechsradantrieb. Mein Tetrakristall. Geh mir aus dem Weg! Skelosaurus, hör auf damit! Was habe ich getan? Was soll ich nur tun? Boneshaker, hilf mir! Aber wie? Wir alle machen Fehler, aber wir können sie wieder gut machen. Du hast recht, Race Ace. Alles Gute! Kopf von oben! Oh yeah! Woohoo! Ich wusste, dass du wieder zu dir kommen würdest. Ach ja?
Weil ich an dich geglaubt habe. Und jetzt lasst uns Skelesaurus wieder in ein Fossil verwandeln. Es geht ab. Los, Hot Wheels! Ich bin an alledem schuld. Also werde ich den Kristall zerstören. Nein, ich kümmere mich um den Tetrakristall. Du stellst dich Skelesaurus. Ist mir ein Vergnügen. Wo willst du denn hin, Skelesaurus? Deine Zeit ist abgelaufen, Boneshaker. Los geht's. Nur du und ich. Fahr rechts ran, du Loser. Das wirst du schön bleiben lassen. Du kannst mir nicht entkommen. Ich bin kein Loser. Und du? Hast dieses Mal keine Chance. Ihr schafft das. Monster Trucks geben niemals auf. Ich bin so stolz auf euch alle. Herausforderung angenommen. Race Ace! Oh, das war so schleimig. Schleimiger geht's kaum. Heilige Karosserie, wir haben es geschafft. Wir haben uns wieder zurückverwandelt. Ich werde meine Extra-Reifen zwar sehr vermissen, aber wir haben gewonnen. Ach ja? Skelesaurus? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist noch nicht vorbei. Doch, sieht ganz danach aus. Wo ist Race Ace? Er hat den Kristall zerstört. Aber die Macht des Kristalls war zu stark. Er ist weg. Oh nein. Er war ein guter Truck. Er war der Beste. Skelesaurus muss sich für einiges rechtfertigen. Hast du das gehört, du altes Fossil? Trucks? Er ist verschwunden. Wheelie, du hast es geschafft. Jetzt willst du spielen? Alles klar, hol das Stöckchen. Oh, seht euch das an. Der kleine Racker ist auf dem Weg zu dem, was vom Champions Loop übrig ist. Er möchte, dass wir ihm folgen. Die Absprungschanze steht noch. Lasst uns springen für Race Ace. Wir Race Ace!